Der FC Bayern München ist in der absoluten Pole Position gegen den FC Chelsea. Konnten sie im Hinspiel mit 3:0 gewinnen. Also da durfte eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Der FC Chelsea aber hat zumindest in der Premier League zuletzt bewiesen, dass er durchaus auf richtig gutem Niveau spielen kann. Auch wenn man den FA Cup verloren hat gegen den FC Arsenal, tat logischerweise etwas weh für die Elf von Frank Lampard, aber hier noch einmal erhobenen Hauptes rausgehen. Corentin Tolisso treibt das hier an und probiert sich selber. Vierte Spielminute, Kepa muss direkt mal zur Glanztat ausholen, ist da mit dem Oberarm noch dran, wischt ihn an den Pfosten. Und somit weiter erstmal 0:0, die Gäste aus London kamen dann über eine Standardsituation zu einer Szene. Mason Mount, der von Manuel Neuer aber ganz lässig über den Querbalken gewischt wird. Dieser Ball wäre möglicherweise eh drüber gegangen, aber Neuer geht auf Nummer sicher. Frank Lampard, der ärgerte sich, war zumindest mal eine Torannäherung. Und Chelsea machte es gut. Der FC Bayern München wirkte doch etwas nicht eingerostet, aber zumindest nicht komplett eingespielt. Und der FC Chelsea steht eben komplett im Saft. 18. Minute, nächste Möglichkeit. Die Torchancen häuften sich so langsam und der FC Bayern München musste jetzt mal wieder nach vorne für Entlastung sorgen und das taten sie dann auch. Keine halbe Stunde gespielt, Leon Goretzka und Tolisso im Zusammenspiel. Da verliert Tolisso fast den Ball an Kovacic, aber sie bleiben nochmal drin in der Szene. Goretzka raus zu Joshua Kimmich, Thomas Müller mit der Flanke, Kopfball Lewandowski und das 1:0. 27. Minute, da schlagen sie dann eiskalt zu. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft. Aber wenn man da vorne einen solchen Torjäger hat, der dann im richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle steht, dann geht man mal schnell in Führung. Für Chelsea mussten jetzt 4 Treffer her. Verlängerung mittlerweile ausgeschlossen und Mason Mount drückte nochmal auf die Tube. Parade von Neuer gegen Pulisic. Und dann Mount noch einmal aus spitzem Winkel. Der junge Mittelfeldmann, der auffälligste im Team von Frank Lampard in den ersten 45 Minuten. Aber er konnte eben auch noch keinen Treffer erzielen. Und so ging es mit dem 1:0 erstmal in die Pause. Sie sehen das Gesamtergebnis 4:0 doch relativ eindeutig. Und nur die kühnsten Chelsea-Fans glaubten hier noch an das Wunder. Aber der FC Chelsea zumindest machte alles, was ihnen möglich war. Kovacic, 51. Minute, knapp links vorbei. Neuer streckt sich zwar, möglicherweise hätte er den auch bekommen, aber da ist man doch froh, dass man nicht die Praxiserfahrung machen musste und der Ball einfach so vorbeigegangen ist. Knapp 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, der FC Chelsea aber tatsächlich drückte noch einmal nach vorne und zumindest auf den Ausgleich. Kovacic links raus zu Emerson, der hat recht viel Platz, der Pass ist aber suboptimal. Boateng muss sich noch etwas in die Mitte orientieren und Manuel Neuer ist dann wach, aufmerksam und schmeißt sich auf den Ball. So verstrich die Zeit hier Stück für Stück. Man war sich jetzt doch relativ sicher, dass da wohl nichts mehr anbrennen würde. Thiago nochmal mit der Chance in der 78. Minute, mit der Hoffnung. War es bei Chelsea mittlerweile gewesen. Aber es fiel auch nicht mehr das 2:0. So blieb es bei diesem Sieg für den FC Bayern sehr knapp, aber durchaus verdient. Chelsea aber zumindest auf Augenhöhe. Sie haben es verpasst, den Treffer zu erzielen. Und Bayern hat es eben geschafft und setzt sich so über die 2 Spiele hinweg gesehen vollkommen verdient ab ins Viertelfinale.